Somewhere far across the Ali-Ali world is Radlandia, a nation where the beaches, trees, and rocks you ride across were forged by the skate gods themselves. Of course they're real. Almost everyone agrees. Some say they even created the third dimension so that we could have more opportunities to explore as we seek Nirvana. In fact, Chiffon, the skate wizard, actually talks to the gods, and she's traveling the land with her crew to train her successor, you. So as you go from beautiful Sunshine Valley, through the forests, across the desert, and into picturesque sketch side, Suze, just roll that back a sec. Whoa, hello. Ghost trees, zombies, all these aliens? There's some weird stuff in Radlandia. Just ask Mike. The only thing that hypes him more than a good mystery is a gnarly trick. Whoop-a! And as anyone who's been skating for a while will tell you, if you want to wall ride, grind, or slide across moving obstacles, you'll inevitably hit a bunch of stuff or bounce off some things you were supposed to smash through. But that's okay. Just get Chiffon to teleport you back with her skate wizard powers and go again. That's the spirit. Make Dad proud. Dad! This caring father figure will help you skate in style. Whether you dress like that, or this, riding on that, with that haircut, or wearing those. While traveling across Radlandia and meeting its people may be reward enough, what will you find if you do reach Nirvana? They say it's where champions compete to find the perfect flow, challenging each other's skills and ascending the ranks to be crowned the gnarliest and win rewards. You'll also be able to summon forth new tracks to ride that you can save and share using a postcode, regardless of what platform you're on. A near endless array of jumpy, grindy madness. So don't delay, come shred by the sea, chase a bee, meet a tree. Take a trip to Radlandia and achieve Nirvana. Oh, bonus items. So, das war das Intro zu Ali-Ali World, einem Titel, der in nicht einmal knapp 2 bis 3 Wochen, glaube ich, erscheint, am 8.2. Zaubert uns Roll 7 eine Fortsetzung, eigentlich, glaube ich, sogar von dem vorigen Titel, der nur Ali-Ali geheißen hat. Und wie der Titel schon verspricht, jeder, der mal Skateboard gefahren ist, dazu zähle ich mich auch, aber ich habe es nie zusammengebracht, einen Ollie zum Schaffen. Deshalb spielt man halt so Spiele wie Tony Hawk oder Ali-Ali. Und ja, Ali-Ali war schon so ein 2D Skateboard-Game. Von links nach rechts ist man da gesprungen, hat mit unterschiedlichen Analog-Stick-Kombos Tricks machen können. Und jetzt gibt es dann eben am 8.2. für alle gängigen Plattformen, glaube ich, habe ich jetzt so verstanden. Also Nintendo Switch, PlayStation auf jeden Fall mal, weil wir sind heute auf der PlayStation 5 unterwegs. Xbox, PC. Ali-Ali World. Eine, wie gesagt, indirekte Fortsetzung, wo noch mehr Gameplay-Elemente reinkommen. Wir haben einen eigenen Charakter, den dürfen wir gleich dann erstellen. Wir haben unterschiedliche Level-Designs, die wie der Trailer auch schon verraten hat. Und das Ganze mit Multiplayer-Faktor. Und das scheinbar plattformunabhängig, so habe ich jetzt so verstanden, mit dem Crosscode. Das heißt, ja, vielleicht sehen wir uns ja dann demnächst auch einmal an einem Multiplayer-Event. So viel zu Ali-Ali World, Roll 7, Indie-Game für heute, für den Anfang. Ich würde sagen, wir werfen einen Blick rein in dieses exklusive Preview und machen uns einmal ein Bild von dem Titel. Am besten mit der Charakterdarstellung. Da dürfte natürlich wieder mal der Chat, den ich auch schon begrüßen darf hier. Freut mich, dass ihr auch wieder zahlreich vertreten seid. Ein bisschen laut ist es. Ihr müsst da sagen, wie das mit Tuning ist. Sonst drehe ich einfach nur bei mir die Kopfhörer ein bisschen runter. Was sagen die Pegel? Naja, gar nicht so laut. Dann drehe ich da lieber ein bisschen runter. So, das war der Falsche. Hallo Puppiku, hallo.
Jira. Ihr kommt gleich wieder mal zum Zug, wenn wir den Charakter erstellen, denn ihr dürft natürlich unseren Volume Games Charakter ein bisschen mitbestimmen und euch einen Blick hinter die Kulissen von Olli Olli vorab quasi schon bekommen und schauen, ob ihr euren Lieblingscharakter stellen könnt. Das ist halt der Vorteil, wenn man sich dieses Video nicht nach auf YouTube anschaut, sondern live bei uns auf Twitch ist, denn wir interagieren auch mit unseren Leuten. This is Radlandia, the ultimate skate utopia. An island where even the trees are skatable. Legend has it that Radlandia was created by five immortal skate gods. These celestial skatriarchs carved the mountains, grinded the deserts, and also ich mag Spiele mit Wortwitz und das fängt mal gut an. Mighty districts, one area each to represent their own versions of skate paradise. When the skate gods' work was done, they pulled the biggest airs and ascended to Narvana. Here they waited for a skater who could master each of their five skills with a steez that is true. Style that is both sick and gnar. Also Special Fähigkeiten sind wohl Grinden und Wallriden. Das ist das erste Poolen oder Grabben. Jetzt kann der Jet seinen ganzen Vokabular raus, den er da so kennt. Tony Hawk. Wer hat es nicht gespielt? Between Narvana above and the spirit of skateboarding in Radlandia itself. But Skate Wizards are a rare thing. Maybe once in a generation? The current Skate Wizard, Chiffon, now approaching retirement, is on a search to find her replacement. Someone who can achieve true mastery, impress the gods, and keep Radlandia balanced like a skate. Radlandia! And so, with the help of her crew, Mike, Suze, and a man that everyone just calls Dad, Chiffon is running tryouts for the next Skate Wizard. Could you be the one? Tja, sind wir der nächste Skater Wizard? So, wir sind bei der Charaktererstellung und können uns schon austoben. Ich bin gespannt, welche lustigen Fähigkeiten dann quasi auf uns zukommen. So, lieber Chat, ihr seid's dran.
Was zur Hölle ist ein Boonie? Ich kenne Hoodie und ich kenne Beanie, aber Boonie habe ich noch nie gehört. Was ist ein Boonie? Das ist ein Boonie. Ein Beanie mit Boonie. Ein Fischerhut. Dann sag doch Fischerhut und nicht Boonie. So, Fischerhut gibt's auch ein paar. Oh, weil ich bin immer so ein Flieger. Kappe-Typ. Aber ich darf heute nicht entscheiden. Zählt das auch als Boonie? Oder wollt ihr lieber aus Farmfroes? Ja, wir haben uns wohl auf Fischerhut entscheiden. Also 1 oder einfach die Farbe reinschreiben. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da steht Doppelbommelmütze. Schaut, sogar da steht Fischerhut drauf. Also nix Boonie. So, ich muss das nicht wissen. Spiel weiß es auch nicht. Also, wer möchte den Tarnhund Fischerhut? Wenn ihr Boonie schreibt, nehme ich nämlich gar nichts aus. Den Tie-Dye Fischerhut mit Logo. Den knalliger Tarnhund Fischerhut. Den finde ich am ansprechendsten. Den astreiner Fischerhut in Rot. Gut, also wir einigen uns auf den Tarnhund mit Knall. Sehr schön. So, Puppiku, du musst schreiben, wenn du es. Brille, kleine Brille, Nerdbrille. Ich finde das immer unpraktisch, weil die verliert er dann beim Skaten und dann. Aber da gibt es irgendein ein Sticker drauf, was auch immer Facemail da heißen möge. Herz. Ah, Tattoos. Wo hat er das? Auf der Hand. Ich finde löblich übrigens, dass er Schützer trägt. Also wollen wir auf der Hand ein Tattoo haben? Und wenn ja, welches? Ich drücke einfach zufallsgeneriert. So, ich drücke jetzt auf 10 Mal und dann kommt das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passt, das bleibt. Eine Kassenbrille. Eine Kassenbrille ist die Brille, die da die Krankenkasse zahlt, in meinen Augen. So, bei den Tops gibt es mehr Auswahl. Zum Beispiel ist dieses wunderschöne Hemd in Gelb. Es gibt auch das passende Hemd zu unserem Hut. Das finde ich aber eigentlich ziemlich langweilig, wenn wir die gleiche Farbe nehmen. Also ich bin mal für dieses Kackgelb hier. Wir können ihn auch mit einem Top fahren lassen, weil warum auch nicht. Tattoo hat er, dass er's herzeigen kann. Das schaut so nach Angry Cat Face Melter Cat aus. Noch mehr Sport BH. Sexy. Oder lieber langärmelig. Dann braucht er offensichtlich keine Schützer mehr, weil jetzt schützt ihm die Ärmel. Holzfällerhemd. Zum Fischerhut gehört ein Holzfällerhemd, oder? Könnte mich aber nicht mal entscheiden. Ah, das ist vielleicht so eine Farbe. Oder lieber ein anderes Hemd. Oder doch ein stinknormales T-Shirt. The stage is yours. Scroll dabei durch und ihr müsst sagen, ob euch die Selektion gefällt oder doch lieber was anderes. Gut, dann hätten wir sonst noch Kleider im Angebot gehabt. Das Team ich mir zugsalber an. Ist jetzt nackig. Na, so. Also, er könnte auch mit einem Kleid fahren.
nur das muss hergezeigt haben. So. Oder mit einem Überkleidung. Facemelter Parker. Das macht natürlich jetzt beim Holzfäller überhaupt keinen Sinn, wenn wir ihm jetzt einen Pulli anziehen. Aber auch das will ich euch nur gezeigt haben, dass ihr es mal gesehen habt. Komplett in Tarn. Overall. Oder nur die Bomberjacke. So, muss man was rüber. Gut. Socks. Knöchelsocken. Oder lange Socken. Wir spielen uns schon relativ lang wie ein Creator. Normalerweise klicke ich sowas durch, was mir wurscht ist. Hallo Hardrock Girl, freut uns, dass du zuschaust. Hoffentlich bleibst du auch bei uns. Wir haben ein kleines Preview gekriegt von Roll 7 und dürfen mit euch heute schon ein bisschen spielen. Dürfen euch die ersten drei Zonen zeigen, je nachdem wie weit wir kommen, oder halt jetzt den Charakter Creator. Und wir machen gerade lustiges, interaktives Aussuchen quasi unseres Charakters. Also du kannst mitbestimmen im Chat, wie unser Volume Games Charakter für Olli World aussieht. Und wenn du unseren Follow da lässt, freuen wir uns natürlich umso mehr und du bist auch das nächste Mal mit am Start. Oder Abo oder wie immer das da heißt. Jeden Dienstag, Indie-Dienstag, ist quasi Pflichttermin bei uns. Vor allem mit so tollen Indie-Spielen wie hoffentlich Olli World. So, die Socken sollen auch lila sein. Nein, oder? Sehr schön, vielen Dank, Hard Rock Girl. Also, dann bitte, welche Socken dürfen es denn sein? Wir sind schon quasi im Endspurt. Es fehlen noch Socken und wahrscheinlich Skateboard und Schuhe. Und ihr wollt ja Gameplay sehen. Wir tun jetzt auf 25 Minuten schon, naja, nicht ganz, 20 Minuten Charakter erstellen. Schwarz-Weiß. Haut da die Augen ein. Also, er ist sehr bunt. Haarfarbe, haben wir eigentlich Haarfarbe entscheiden müssen bis jetzt auch nicht, gell? Komm ich gerade drauf. Ja. Irgendwer sollte unser Advent-Gewinnspiel. Bei uns ist das ganze Jahr Weihnachten. Es gibt immer was zu gewinnen. Keine Socken. Okay. Ups. Ihr sucht das aus. So, Schuhe. Sneakies. Betonorange. Oder lieber Arbeitsschuhe. Warum ich mir die Arbeitsschuhe heißen. Die müssten jetzt so ein bisschen farblich mit dem Kopf abgestimmt sein, aber es gibt ja nicht so ein bisschen rosa, habe ich den Eindruck.
womit kann man am besten skaten? Meiner Erfahrung nach mit dem Skateboard. Das ist eine richtige Antwort und bringt dich ja genau gar nichts weiter hier. Ja, wir haben immer so Vans, um jetzt hier Werbung für Marken zu machen gehabt. Und das schauen so ähnlich aus wie die Sneakerschuhe hier. Ach, ich nehme jetzt einfach mal die Sneaker-Beton hier und gut ist. So, Schützer, ja, nein. Aha, sind versteckt, na gut, dann ist wurscht. Also unser Holzfällerhemd sagt sowieso, ist egal. Knieschoner sind auch versteckt. Also wir haben offensichtlich Kleidung ausgewählt, die versteckt. Anzüge haben wir nicht. So, dürfen wir jetzt noch Farbe da customizen? Nein. So, was können wir denn oben noch durchschalten mit L2? Ah, jetzt Skateboard, Hautfarbe, Figur, dachte ich mir doch. Machen wir zuerst die Figur und dann machen wir noch kurz Skateboard. Hautfarbe, Hulk. Oder Marsmännchen-Style in grün. Machen wir grün, Hulk-grün. Nehmen wir grün und Haarfarbe. Haarfarbe lila finde ich ganz okay, weil das macht eine schöne Hulk-Kombo. Könnt ihr euch ja dabei noch überlegen und dann da. Ich klicke einfach mal rum und zeige euch einfach so, was noch geht und dann dürft ihr euch. Da kann er. Deswegen sind das rein jetzt nur A-Körbchen oder kein Körbchen. Aha, gut. Na, wir machen bisschen Oberkörper darf er ja haben. Guckt er nicht, wie es ist. Ja, passt pink. Also dann, achso, dann bleiben wir auf pink. Sorry. Das pink und grün und Größe. So, der wird irgendwie noch breiter. So, wenn es Einwände gibt, könnt ihr euch nachher noch. Könnt ihr es dabei schreiben? Schauen wir uns auch unser Skateboard an. Da gibt es wieder 100. Na gut, nicht 100, da gibt es 12. 15 unterschiedliche Decks. Die Oberseite können wir wahrscheinlich separat wählen oder auch nicht. Und die Unterseite. Everyday I think about skating. Mich wundert es, dass kein Olli World Takers Face Melters. In Rainbow. Oder mit Zungen. Oder was auch immer das ist. Ich bin da sehr klassisch unterwegs. An Salz ab die Einwände. Hey, bei mir hättet ihr noch Chancen gehabt, aber dann. Es ist wahrscheinlich das langweiligste Deck unten, was ich gerade habe. Ja. Ich bin gespannt, ob wir noch welche freischalten. Also hundertprozentig glücklich machen mich die nicht. Machen wir das. Das passt so ein bisschen zu unserer Haube. Achsen. Gibt's auch in Rainbow Colors. Oder doch lieber schlicht. Damit, wenn's zu bunt ist, oder ist auch schlecht, oder? Das wird gerade unseren Anzug ganz gut decken, weil Hose und Top. Ich nehme das mal, weil das passt gut zum Anzug. Und die Räder. Alle unterschiedlich. Lila. Irgendwie haben wir uns gerade so auf lila und pink, pink-türkis eingestellt, oder? Ich glaube, der Rest wird da alles irgendwie ein bisschen die Augen aushauen. Ja. Ich würde fast zu denen tendieren. Ist das okay, lieber Chat? Ich schau mal, was wir da noch haben. Posen. Können wir ihn auch noch lassen. Um zu schauen, ob er eh gut ist. Sehr schön. So, dann haben wir da noch Grabby Grab Figur. Also ich würde sagen, wir sind eigentlich durch. Kann ich jetzt irgendwie sagen, fertig? Start.
Das ist jetzt die große Frage. Wie können wir starten? Ich sehe da zwei Reiter durchwechseln und zurück. Vielleicht muss auch eins zurück. Bereit loszulegen. Okay, ja, beginne ein Abenteuer. Keine Sorge, du kannst zurückkommen und den Aussehen ändern. Das sagt er jetzt! Also bewundern wir nochmal zum Schluss unseren Volume Games Charakter für Olli Olli World. Das ist euer Verdienst. Ihr müsst damit leben und euch die nächste Zeit anschauen, wenn er da jetzt durch die Gegend flitzt. So, los geht's! Aber hallo! Das ist für heute die letzte Skate-Probe. Weißt du, wie man pusht? Nein! Pushen ist wahrscheinlich antauchen, oder? Wir sind so klug! Drücke X! So kann ich auch skaten! Drücke X. Pushe 5-mal. Push, 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 push. Sehr schön. Schneller, schneller. Mann, sind wir gut, wir können pushen. Du hast das Potenzial. Ach, du bist die Nummer 1. Die haben ein Potenzial nach einmal pushen erkannt. Wie geil ist das? Ach, so mögen wir das. Lüg nicht. Wir sind da in Unikat. Und schon haben wir irgendwelche Schuhe freigeschalten. Das ging flott. So, also hier sehen wir die erste Zone und dürfen jetzt da, dürfen wir uns die Map schon anschauen, herauszoomen, ja. Aha, also wir sehen die drei, die fünf Zonen hier, Sunshine Valley, Sketchside, Los Vulgas, Burn, so das heißt ein Burn Rock, Burn Rock, da hinten. Gibt es ihm noch ein Special Island, Knavia und Cover Brock. Ich glaube, das ist das Multiplayer-Part, aber ich bin mir nicht sicher. So. Und wir haben schon neue Schuhe freigeschalten, die wir schon theoretisch ausrüsten können, was wir nicht tun. Und wo war ich da gerade? Das. Trickpedia, Spezialisierung, Steuerung. So. Gut. Wir dürfen den Sound eh nicht anpassen, also spielen wir einfach weiter. Vielleicht kriegen wir dann wieder ganz viele Claims. Ich weiß von nichts. Ich hab's probiert. So, nächste Runde. Pushen, also beherrschst du auch Tricks. Kannst du etwa keine Tricks? Na, ich kann keine Tricks. Ja. We will see. Grundlage für jede Bewegung, die wir machen. Yep, du kannst Tricks finden, um über die Lücken zu springen oder über Hindernisse. Mach 5 Tricks. Alles kaputt gemacht. So schnell macht man alles kaputt. So, wir haben jetzt runter und dann können wir springen. Okay. Und spring. Und spring. Wir kennen einen Olli. Okay.
Kickflip, Heelflip, No Comply, Kickflip. So einfach. Man muss nur links. Ah, und Push. Das können wir schon einen Olli. Ja, aber wir haben noch nicht die Welt. Wir haben Olli. Wir müssen ja Olli und die Welt bekommen. Wir haben einen Helm bekommen. Noch geht's mir merken, aber ich glaube langsam, es wird kompliziert. Ich bin gespannt, wie lange ich das noch schaffe. Erzähl mir mehr. Skatewunder, so führe 4 unterschiedliche Tricks aus. Zerstich keine aufblasbaren Wale. Führe mindestens 12 Pushes aus. Schließe das Level ab, ohne Kontrollpunkte zu benutzen. Mhm. Na, das wird interessant. Also, jede Menge Tricks, Pushes. Keinen Wal kaputt machen. Oh, und jetzt brauche ich einen Kontrollpunkt. Ich glaube, die unterschiedlichen 4 Tricks habe ich schon mal. Oder auch nicht. Check. Zerstich keine Wale, tja. Die 12 Pushes schaffe ich auch noch, aber das ohne Neustarten, glaube ich, kann ich in dem Run mal vergessen. Ich glaube, man muss nur rechtzeitig. Ich hätte immer nur rechtzeitig in eine Richtung einen Sprung machen müssen, glaube ich, dann wäre das ganz gut gegangen. Wow! Blickfang! Achso, es zählt, weil ich habe keinen Kontrollpunkt genutzt, ist auch geil, weil es war nach Anfang. Na gut, dann brauche ich den Level nicht wiederholen, weil ich schon's geschafft habe. Beachway. Skate-Experten, finde das nächste Wunder, ich bin ein Wunder, Wunder, Wunder. Lass uns skaten. Also wieder, Level Up ohne Kontrollpunkte, 3 unterschiedliche Tricks, sammel den C-Stern, führe 3 Kickflips auf aufblasbaren Bananen aus. Okay, also auf der Banane Kickflip, das heißt, ich muss mal rausfinden, was Kickflip war. Ich glaube, es war rauf. Oder rechts. Na, das ist Heelflip. Kickflip, so. Das heißt, das muss ich machen auf einer Banane. Oh, da war der Stern. Da war der Stern. Flip. Flip. Flip, schon wieder einen Stern verpasst. Stopp, Banane. Sammel den Seestern an. Nein, mal Neustart halten. Also der Stern ist wohl gleich am Anfang, habe ich den Eindruck. Also spring und jetzt kommt der Stern. Nein. Doch nicht. Dann kommt er jetzt erst danach. Jetzt kommt der Stern.
zu schnell. Kann ich abbremsen auch? So. Er hat uns nicht das. Ich probiere gerade zu bremsen, schaff's nicht. Nö. Okay, nein. Bremsen kann man nicht, man kann nur Gas geben. Okay. Ich habe keinen Plan, wie ich diesen Stern bekomme. Ich will diesen Stern haben! Jetzt war ich langsam, aber zu langsam. Jetzt! Ich weiß es nicht. Kann ich da irgendwie... Hinten kann ich nur Lieder durchschalten. Super. Aber Lieder durchschalten interessiert mich genau gar nicht. Vielleicht muss ich in die Hocke gehen, dass ich deshalb dann runterkomme. Das kann sein. So einen Drop machen, irgendwie in die Richtung. Nein, auch nicht. Ich weiß es nicht, wie ich diesen Stern bekomme. Dann halt nicht. Ach, da war die Banane. Jetzt habe ich die Banane auch schon verkackt. Und der falsche Trick. Ei. Und Checkpoint. Damit habe ich es auch. Können wir es gleich mal machen. Also, ihr merkt, es ist gar nicht so leicht. Ich glaube, ich weiß eigentlich, wie ich die Banane kriege. Nämlich so. Ich muss nämlich vorher springen. Wenn ich vorher springe, lande ich nämlich genau dort. Dann, das geht sich dann wahrscheinlich aus. Ach. Wann muss ich springen, Banane? Sag's mir. Flüster zu mir, Banane. Du magst es doch auch. Ja! Seestern! Seht ihr jetzt? Yes. So, jetzt muss ich noch die aufblasbaren Bananen-Kickflips machen. Ach, schöner langsam geworden. Gut. So, tauchen, Sprung. So, Kickflip. Banane 1. Zu langsam. Checkpoint, gut. Machen wir mal einen Lauf jetzt mit Checkpoint, was wurscht ist. Hauptsache ich erwische die Bananen alle. Das suchen wir dann auch ewig unter Tagen nach den Bananen. So, waren das jetzt alle Bananen? Ich dachte, ich habe 3 Kickflips gemacht. Ja, kann ich. So. Uno momento. Por favor. This. Halt drauf, noch nicht. Tja. So. Bruder. Da wandert er einfach mal rauf. Jetzt seht ihr mehr von der Strecke. Ist eine berechtigte Einwand. Und sie wollen mehr sehen von mir als Gegner. So. Ich hab doch die 3 Kicks über. Nicht auf denen. Über. Okay. Dann machen wir es nochmal. Also ich muss über die Kick flippen. Dann tun wir mal Kick flippen über die. So. Also so, dass sie wahrscheinlich nicht kaputt gehen. Eta. Das war ein Kickflip über eine Banane. Das war ein Kickflip über eine Banane. Das war knapp. Ah, die letzte. Ja, ging sich aus. Ging sich aus. Und kein Checkpoint. Somit haben wir alles abgerollt. Und alle Skins freigeschalten. Also es gibt offensichtlich fürs Abschließen von Leveln T-Shirts, Röcke, Hosen und sonstiges. Ein perfekter Run. Was für ein Run. Sehr schön. So,
Liegen und Stuhl. Wer seid ihr überhaupt? Springen, machen einen Trick, halten und lassen dann wieder los. Na, boom. Na, schauen wir mal, was es zusammenbringen. Springen, halten, loslassen. Springen, halten, loslassen. Springen, halten, loslassen. Jetzt muss man merken, welcher Trick wo ist. Aber gut, Nose Grind und so weiter ist ja offensichtlich. So, 50-50 kommt auf oben. Jawohl. Und unten Backside Grind. Okay. Wuhu! Wir sind ein Grindmaster. Der Grindmaster. Die Grinds haben mich echt vom Hocker gehauen. Mhm. Will ich auch hoffen. Ab in die Wildnis. Und jetzt gibt's Achsen von Salty. Der Rufzeichen heißt, also Einführung. Einführung Combo. Es wird noch komplizierter, Freunde. Es ist Dienstag am Abend. Ich bin müde. Ich will nichts Kompliziertes. Der macht gern sein Skateboard kaputt. Aha, also springen, grinden und weiter grinden. Springen, grinden
und weiter grinden. Grinden und grinden und weiter grinden. Mein Controller redet übrigens. Hörst du das? Ich rechne, dass nochmal was kommt. Wuhu! 23.000 Punkte, da kann man Combo sammeln. Combo-Punkte. Ja, der eine hat ein Prothesenbein. Gut erkannt. Der Mikey. Jetzt wird sicher urschwierig, weil jetzt müssen wir Kombos machen. Ah. Zeit für eine Herausforderung. Wer hätte das gedacht? Lande eine Combo. Eine Combo muss 13.000 haben. Pff, 4 unterschiedliche Sammel 5. Okay, na, wir schauen einfach mal, was auf uns zukommt. Grind Combo. Also. Oh oh. Einmal Sand, dann nicht. Ich muss schneller springen! Jedes Mal am gleichen Sandhaufen gerade abgestumpft. Ich hau nicht drüber. Ah, geil. Aber ich muss sagen, das Spiel macht durchaus Laune. Es ist sehr kurzweilig. Wahrscheinlich hätte ich jetzt einfach... Das wäre meine Chance wahrscheinlich gewesen auf die 13.000. Ich bin nicht geflogen. Ich muss wahrscheinlich jeden Grind anders machen, dann gibt es eine fetten Punkte-Kombo. Nein! Verreckt! Aber er zählt schon ziemlich viele Zahlen als Kombo. Wie lange muss ich das machen, dass er einen Multiplikator macht? Na, schade. Vielleicht muss ich innerhalb von dem Team nochmal springen. Davor hatte ich mehr Punkte. Ma. Ich kann auf der gleichen Rail ein paar Mal springen. Abgesoffen. So, dann will ich nochmal meine lange Rail probieren da. Ich glaube, dass das einfach so mehr Multiplikatoren gibt, genau. Das heißt, wir machen jetzt auch Grind. Schon wieder zweit gesprungen. Ja, es ist... Ich bin auch nicht mehr gerade der fitteste gerade, muss ich dazu sagen. Also, was das betrifft, fordert einem das Spiel schon. Nein, nur 7.000. Schade. Na gut, dann halt nicht. Zu früh gesprungen. Checkpoint. Zu spät gesprungen. I can't do it. Steht schon deinen Namen drin. Also, wie man da die Combo zusammenbringen soll, ist mir noch rätselhaft gerade, weil irgendwie
dachte ich, die erste Rail ist super für das, weil er einfach ein paar Mal... Na! Aber ich glaube, das ist gerade die Stelle, wo man alle Seesterne sammeln muss. Also fette Combo oder Seesterne, also die Frage. Ach, komm, wir machen die Combo. Wenn wir es zusammenbringen. Ich glaube nicht, dass ich es zusammenbringe. Nein! Oi, da ist der Speed raus! Der Speed ist raus! Nein! Yay, yeah, bei dir steht im Namen, dass ich es nicht schaffe und bis jetzt behaltest du recht. Oh no, nicht. Ich glaube, ich hole mir jetzt nur die Sterne. Ich schaff's gerade wirklich nicht. Aha, gut. Aber ich kann auch nicht Treppen runterfahren. Man muss auch die Treppen greifen. Perfekt, perfekt und dann am Schluss. Fast geschafft. Wieso schaffe ich den letzten Sprung nicht? Jawohl! Und trotzdem zu wenig für den... Wieder alle Sterne, noch den Grind. Ach. Naja. Leider nicht die, aber ich glaube, die Sterne waren erst am Schluss. Das ist wieder eine Challenge, dass wir die holen. Den Checkpoint natürlich und die Combo sowieso mit 13.000. Eisdiele. Ja, Eisdiele ist das Wichtigste. So, das Scoop. Scoot it up. Yo, Skater, was geht ab? Ich finde immer nett, dass man jedes Dialog einfach mal abbrechen kann und sagen, ich bin da mal weg und du Skateboarden. Jetzt kannst du den Dialog wieder nicht lesen, weil ich im Bild bin. Let's get Swifty! So, schließe 5-fach Kombos, zerstich aufblasbar, komm ohne Ollis zum Abschluss. Das heißt, wir müssen nur Tricks machen, oder was? Das kriege ich hin gleich, dass ich da immer nur gescheite Tricks mache. Ja, alles andere kann ich nicht garantieren. Ich habe gerade ein Manual gemacht und habe keinen Plan wie. Oh, grinde! Grinde in die Unendlichkeit, mein Freund! Weil zumindest keinen Olli hatte ich dabei. Cool wie Eis. So, die 5-fach-Kombo und die Blasfahren-Katzen haben wir nicht gesehen. Schade eigentlich. Aber keine Ollis und die Checkpoint haben wir uns auch nicht geholt. So, jetzt gibt es hier ein Scoop Special oder den normalen Ding. Machen wir noch ein Special, glaube ich, als letzte Aktion von Olli Olli World für heute. Wie findet der Chat das Spiel bis jetzt?
8.2. Habt schon Bock drauf. Au, huhuhuhu. Gleich mal wurde dagegen gefahren. Alter, was geht da ab? In den Viech rennt da umweg. Ich halte zwar meiner Meinung nach die Dinge, aber irgendwie. Vielleicht drücke ich zurück oder nach rechts. Dieser Eisdien-Level ist gar nicht so easy. Peasy, lemon squeezy. Ma! Bitte! Ma! Ach, fast! Fast wäre ich jetzt sogar nach oben gesprungen. Ich find's so schön, ihr müsst mir dabei zuschauen. Ich ärgere mich gerade innerlich extrem. Alter Schwede. Warum bin ich zu langsam? Das gibt's doch nicht. Endlich. Puh. Wow. Ja, zumindest mal über den ersten Checkpoint hinaus geschafft. Da war innen ein Vogel. Autsch. Gekonnt gegen die Kante. Da waren sogar mehrere Vögel. Und schon wieder. Solltet mich mal mit dem Dark Souls erleben. Das ist da eh noch harmlos. Da gibt es sicher auch wieder durch die Herausforderung vorne nicht geschaut, ob man da alle Händler kaputt machen muss. Jawoll! Sieht super leicht aus, aber überhaupt nicht! So. Weiche den Möwen aus und gib Mike ein High Five. Fange die 3 aufblasbaren Fische und zerstich 6 aufblasbare Katzen. Die Vögel habe ich gesehen, aber Alter, da ausweichen. Respekt, wer das zusammenbringt. Pokerface like always. So ist es. So, damit würde ich meinen, sind wir am Ende von unserer ersten Hälfte Early Access von Volume Games mit Olli Olli World. Von mir gibt es kurz einen Trailer. Wir switchen zum nächsten Game und wir sehen uns. Dann gleich wieder. Also dranbleiben. Somewhere far across the Olli Olli world is Radlandia, a nation where the beaches, trees and rocks you ride across were forged by the skate gods themselves. Of course they're real. Almost everyone agrees.
Some say they even created the third dimension so that we could have more opportunities to explore as we seek Nirvana. In fact, Chiffon, the Skate Wizard, actually talks to the gods, and she's traveling the land with her crew to train her successor, you. So as you go from beautiful Sunshine Valley, through the forests, across the desert, and into picturesque sketch side, Suze, just roll that back a sec. Whoa. Hello. Ghost trees, zombies, all these aliens? There's some weird stuff in Radlandia. Just ask Mike. The only thing that hypes him more than a good mystery is a gnarly trick. Whoop-a! And as anyone who's been skating for a while will tell you, if you want to wall ride, grind, or slide across moving obstacles, you'll inevitably hit a bunch of stuff or bounce off some things you were supposed to smash through. But that's okay. Just get Chiffon to teleport you back with her Skate Wizard powers and go again. That's the spirit. Make Dad proud. Dad! This caring father figure will help you skate in style. Whether you dress like that, or this, riding on that, with that haircut, or wearing those. While traveling across Radlandia and meeting its people may be reward enough, what will you find if you do reach Nirvana? They say it's where champions compete to find the perfect flow, challenging each other's skills and ascending the ranks to be crowned the gnarliest and win rewards. You'll also be able to summon forth new tracks to ride that you can save and share using a postcode, regardless of what platform you're on. A near endless array of jumpy, grindy madness. So don't delay. Come shred by the sea, chase a bee, meet a tree. Take a trip to Radlandia and achieve Nirvana. Oh, bonus items. So, wir haben bereits gewechselt. Ich stelle noch kurz im Chat um, dass wir das Spiel geändert haben von Olli World, dass der erste Early Access Titel war, geht quasi volé in den Early Access von The Anacrusis. Ein Spiel, das letzte Woche quasi als Spiel, sie nennen Spielforscher, erschienen ist. Und ja, wir werden jetzt noch eine schnelle Runde heute mit euch zocken, mit The Anacrusis. Auf der Xbox Series S sind wir jetzt unterwegs. Das Game gibt es gratis im Game Pass, das heißt, wer den Game Pass hat, kann es zocken. Und ich weiß gar nicht, ob Cross-Plattform geht. Ich bilde mir ein. Vielleicht verwechsel ich das gerade. Haut vielleicht nicht, wenn es nicht geht. Zumindest vorher hatten wir nur Xbox-Spiele, komme ich gerade auf. Also The Anacrusis ist auch ein Indie-Game und ist dementsprechend ein kleiner, feiner Shooter, der jetzt nicht weltbewegend ist von Stray Bomb, Stray Bombay, und trotzdem ist er es wert, einmal kurz im Early Access hergezeigt zu werden. So, ich sollte jetzt alles richtig umgesteckt haben. Also spielen wir noch eine Stunde Anacrusis. So, Bad Fab. Wir haben schon die erste Episode gezockt. Im Prinzip geht es darum, es ist ein Vier-Spieler-Koop-Shooter à la Left 4 Dead oder allen anderen Ablegern, die in der Zwischenzeit so gekommen sind. Ja, es gibt den Gruppencode, deshalb dachte ich mir, dass es auch Cross-Gang gehen könnte. Wir starten jetzt einfach mal in die Episode 2. In diesem Vierer, man sieht, vier Spieler können jetzt in die Gruppe kommen. Schauen wir mal, ob wir ihn finden oder ob wir nur mit NPCs starten, weil die Plätze werden einfach aufgefüllt. Und dann ballern wir einfach auf Aliens, die jetzt da auf dem Schiff sind. Und
versuchen, ein bisschen von der Storyline mitzubekommen. Die Storyline selbst sind 5 Episoden. Jede Episode, die erste hat ungefähr eine Stunde 30 gedauert. Das heißt, wir rechnen mit, dass Episode 2 auch so lange dauert, jedes Mal in Abschnitten, von denen man dann hoffentlich weiterspielen kann. Zumindest wenn man stirbt, kann man dazwischen immer wieder starten. Ansonsten haben wir da unsere 4 Protagonisten, Juan, Nessa, Liu und Lance. Und die könnten vielleicht irgendwann mal Skins haben, aber momentan haben wir da noch nichts. Waffenskins sind auch noch basic. Wie gesagt, das Spiel ist noch in der Spielvorschau, also Early Access. Und offensichtlich auch schwierig, eine Gruppe zu finden. Dann spielen wir halt nur mit NPCs. Ja, was kann ich sonst dabei erzählen? Matchmaking abbrechen will ich nicht. Viel mehr fällt mir auch nicht ein. Quest gibt es auch noch keine. Scheinbar gibt es immer noch ein Quest-Menü. Dazu kann ich auch nichts sagen. Jetzt hat es gestartet. Also wirft man uns wohl mit NPCs in ein Game. Oder? Haben wir wen gefunden? Nein. Ah, zur S-Team. Okay. Also wir sehen, Lance und Leo sind hier schon fleißig eben am Ballern, sind aber Originaltitel, das heißt, da entsprechend tut sich nichts. Und die Estima 08, hallo, bei der ihr Spiel sind wir jetzt eingestiegen und ich weiß noch nicht, wo du angefangen hast, das heißt, du musst mir die Route zeigen. Wir haben einerseits hier auf LB einen Schild, mit dem können wir die Gegner nachher wegstoßen, wenn sie uns zu nahe kommen. Wir haben eine primäre Schusswaffe mit Munition und eine sekundäre. Das ist die Pistole, die hat unendlich Munition. Momentan haben wir auch ein Health Pack aufgehoben auf einen unserer Steuerkreuztasten. Und schau, der End-Tech-Class ist auch gejoint. Das heißt, man kann quasi Volley einsteigen in ein Spiel und übernimmt dann einfach die Rolle eines NPCs. Was auch nett ist, wenn man gerade keine Lust hat auf Spielen oder man muss kurz aufs Go oder sonst was nachschauen. Das Spiel hat einen AFK-Modus. Das heißt, ich drücke einfach Start, sage AFK. So. Und normalerweise macht jetzt man. Sollte eigentlich mein Operator von selber reagieren und ballert da jetzt einfach mal. Das heißt, man kann kurz aufs Klo gehen und wieder zurückkommen. Und das Spiel spielt für einen weiter. Das ist so ein fetter, böser Brute. So. Aber wir wollen jetzt selber spielen. Finde ich auch nicht. Da hat wer dran gedacht, dass man dazwischen ja auch mal aufs Klo muss und seine Teamkameraden nicht im Stich lassen kann. Vor allem, wenn da gerade die Alien-Kacke am Dampfen ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist das Spiel halt relativ unfertig teilweise, weil es gibt noch nicht alle Leveln. Teilweise wirkt das Gameplay noch sehr ruckelig. Die Gegner sind natürlich nett und rennen halt immer öfters auf uns zu. Und machen benötigt alle Spieler. Was ist los? Magst du da rauffahren? Na dann, do it. So, Aufzug. So, geht. Wir sind alle da. Wir können auch auf die Gegner pingen oder auf die Gegenstände, die da rumstehen, um unsere Mitspieler, wie man rechts oben jetzt nur leicht sieht, darauf aufmerksam zu machen, dass da was gibt. Dann gibt es hier Leben und AU. Waffen aufladen. Munition. Oh oh, das klingt schon sehr gefährlich. Das klingt nach, jetzt kommt's zur Eskalation. Wenn man warten muss, neben den normalen Aliens gibt es Grabber, also welche, die uns festhalten. Und welche, die blitzen, das sind die Flasher und das hören wir im Hintergrund die ganze Zeit. Dass man hier bald damit rechnen kann,
dass die Aliens hier auf uns zusteuern werden. So. I'm healing, I'm healing. PlayStation war natürlich ein bisschen leiser vor euch, stellen ein bisschen den Ton runter, damit wir nicht ganz so übertönt werden. Und. Ich glaube, wir haben die Welle überlebt. Es war gar nicht so schlimm, Freunde. Wir können ruhig weitergehen. Die Estima weiß wohl, wo es hingeht. Vielleicht auch nicht. Doch, hier. Ha! Found it! Ja, ich mach mal einen Marker. Vielleicht checken dann meine Leute, dass wir hier runter müssen. Oh, das ist eh schon da. Noch besser. So, ihr Aliens. As one of those is good, we still have power. Oh, was gibt's da? Einen Blaster. Okay. Oh, Cooper. Der schleimt da alle voll. Sie sind eingeschweißt. So. Ah, jetzt bin ich. Nein! Mich voll geschleimt. So. Freiheit. Push. Force Push. Lieber Star Wars. So, da sind noch ein paar Aliens. Man muss natürlich nicht alle Aliens töten, kann man aber. Und ein Booster. This could explain some of the power outages. Au. Okay, runterfallen ist natürlich nicht so klug. Aber, ha, hier gibt es wenigstens wieder Munition, damit ist wieder alles aufgeladen. Eine Plasma-Gun, die ich gleich eh ausgerüstet habe, und einen Knopf, den wir mal drücken und schauen, was passiert. Ich habe den Knopf gedrückt. Sesam, öffne dich! Oh, da ist noch ein Schutzschild. Und viele Gegner. Well. Oh, Grabber. Wow! Da droppen gleich so viele von irgendwo. Das ist immer lustig, da gehen irgendwelche Türen auf und auf einmal eskaliert. Und der Blut. So. Werfen das einmal mal in ein Ding rüber. What? Blut. Den haben wir natürlich gar nicht gern. Jawohl, erledigt der Brutus. Excuse you. Cover me. I'm healing. Automatisches Geschütz. Pantgranaten. Ich glaube, wir haben das ganz gut überstanden, weil es geht da wieder raus. Freunde. So, Runde 2. Na gut, dann heile ich mich lieber mal. Healing. Da tänzt sich deins weg. Oh! Der Brute gleich genau vor mir. Brute! Und der Grabber. Weg hier! Du gehörst zu mir. Da, schieß einen Alien ab. Ja, das Helle ist jetzt gerade sein Flasher. Der blendet uns einfach, sonst sehen wir nicht, wo die Gegner sind. Aber. Wenn wir Glück haben, haben wir dir schon aufgeholfen. Passt. Nein! Guppi! Healing.
Oi. Einmal vollgeschleift, hey. Free me! Free me! Super. So. Dann müssen unsere Kameraden immer auf das Schleim drauf schießen. Dann kommen wir da wieder raus. Weißt du, wie viele kommen da noch von hinten? Ich habe keine Munition mehr. Nein! Man macht den Goomba kaputt da. Kupi. Weg mit dir, du Goomba. Und der nächste. Bist du? Weg mit dir. So, den Spawner erledigt. Es wäre natürlich idealst, wenn es da eine Ammo-Box irgendwo gibt. Schaut aber nicht so aus. Ja, ich mache jedes Mal, da vorne gibt es Ammo. Ich mache immer einen Point, weil ich mir denke, ich kann sprinten und kann es dann doch nicht. Dann mache ich immer so ein Pink. I have no idea where we're going past forward. Someone shot me. Boah, ja. Der Darkrad ist. Hat sie in sich offensichtlich. Charmiert bin. Nein, weg mit euch, ihr Aliens. Healing. Oh, wirklich komplett down, down. Das ist schlecht. Dann kann man sie wiederbeleben, wie man sieht. Dann muss man lange genug überleben, dann kommen die einfach wieder rein, haben ein paar Leben. Also es, das Spiel ist sehr nicht punished, was das betrifft. Wir müssen nur lange genug überleben. Oh. Irgendwas hat mich jetzt verlangsamt. Nicht der Letzte? Nein. Oh, viel Leben haben wir wirklich nicht mehr, so. Booster. Und temporäre Gesundheit mit dem Booster. Spawner! Spawner! Help! I'm down! Natürlich macht das Spiel am meisten Spaß, wenn man das mit seinen Freunden gemeinsam zockt, weil dann kann man quasi viel miteinander quatschen und sich freuen, dass man irgendeine Welle überlebt hat. Und wie gesagt, es geht mit bis zu 4 Spieler, damit hat man glaube ich einen mehr als bei Alien Fireteam und gleich viele wie bei Back 4 Blood, das ja vor November glaube ich ist Back 4 Blood kam an. Gibt es übrigens auch im Game Pass, wer das noch nicht gespielt hat. Und bei uns in der Videothek gegenüber. Haben wir auch gespielt, Back 4 Blood. So, nehmen wir mal eine andere Waffe, dass wir das Herz haben, nehmen wir so Shotgun. So, wie handeln wir das? Einfach ins Nirvana mit euch. Tschüss. Und tschüss. Bam, bam, bam. Wow. Das sind stachelige Viecher hier. Oh oh, irgendwie ist wieder tot. Jetzt bin ich auch gleich tot. Oh yeah.
Ja, diese Kugeldinger. Aha. Und damit ist wohl die ganze Runde ausgeschieden. Why aren't we just finding a way back home? First, the portal's SMP. Out, so we're blocked. And second, if we don't figure out these aliens, who will? The next guys, tja, die haben uns einmal voller Wäsche überrannt. Also ich glaube, wir werden das nochmal probieren. Die stehen da und warten, bis die Tür fehlt. Come on, sidekick. Let's go save the world. Okay, but you're my sidekick. We'll see. Tun mit den drei Haber da hinten. Hala? Wo den Spielern? Da sieht man auch, dass die alle drei auf der Xbox unterwegs sind. Ihr seid jetzt verewigt. Bemüht euch. Na, die Ausrufe über die Gegner passieren automatisch. Das einzige, was man selber machen muss, ist quasi das Pingen bzw. das Angreifen oder Markieren von Gegnern, von speziellen Gegnern oder Gegenständen. Aber dass da jetzt so ein Boomer oder Brutus oder was auch immer kommt, das macht das Spiel selber. Wie gesagt, ist sicher nicht das weltbeste Spiel, ist lustig für zwischendurch. Ist gratis im Game Pass. Kaufen. Ja. Frage, ob es wer kaufen würde. Aber gratis im Game Pass kann man so für zwischendurch einmal reinlegen. Und vielleicht kann man ja noch genug Mitarbeiter-Feedback oder Mitspieler-Feedback an die Entwickler geben, damit da noch ein cooles Spiel am Schluss wird. So, Pathfab tötet Brutus. Mit dem Pupi. Don't get good, richtig. So. Da hinten gibt es noch immer meine Munition. Jetzt renne ich mal zurück. Hol mir eine Munition. Muni, Muni, Muni. Weil das ist das, was man nie hat. Munition. Und eigentlich gibt es da auch noch so eine Helfstation, aber die darf ich. Ah, doch. Ha. Bin frech, ich kann einfach mal nutzen. I'm healing. Und sehe, dass da noch einer ist. So. Haben wir einfach mal Gesundheitsscanner mitgenommen. Wenn sie die Kollegen nicht mitnehmen, sind sie selber schuld. Zurücklassen mit nichts. Ich meine, die sind ja schon weit vorn. Dann werden sie das eh nicht mehr haben wollen. Also wie kann das sein, dass da noch Aliens sind, die immer nach dem Zahn gerannt? Wohl nicht so ganz. Aha, da gibt's wieder Munition. Da waren wir vorher schon mal. Also ab spätestens jetzt soll das euch bekannt vorkommen. Dann sind wir da wieder im Aufzug, mit dem fahren wir wieder runter. Und jetzt kommt wieder die lustige... die lustigen Türchen. Und am Schluss... werden wir hoffentlich nicht überlaufen. Achso, wir sind noch vor den Türchen, na gut. Dann halt vor den Türchen. Oh, da wird wieder geleuchtet vom Flasher. Wo auch immer jetzt genau ist, uns alle planet. Muss so weit da hinten sein. Aha, da haben die Kollegen schon ritzt. Erledigt den Blitzer. Granate, SMP.
Irgendwo gab es doch davor den Mega-Angriff dann, wo man da drauf drückt. Schon wieder. Ich drück jedes Mal da auf Pingen. Da glauben die alle, sie müssen herkommen, aber müssen sie gar nicht herkommen. Nur weil ich so dumm bin und Dinge. Aber du kannst den Ping auch nicht mehr abbrechen. Ich kann da nur Uhr auf Ton bringen. Schon da hinten rennt einer ganz alleine rum. Der hätte schon längst pingen können, dass da weitergeht. Ping, ping, ping. Jetzt kann ich pingen. Da, ping. Oh, der chillt da mal alleine. Hier gibt's eh nichts. Wir sind in einer Richtung, Freund. Oh, Aliens. Wow. Der los, Alter, wo sind alle? Dass wir da nicht alleine kämpfen. Oi, Flasher, Blitzer, weg mit dir. Oh 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 oh. Ja, jetzt haben wir nicht einmal einen Schussbahn. Ping ping ping. Ping ping ping. Healing. Good. What? Gleich eingegut. Nicht mal mitkriegt, dass ein Gegner da ist. Und schon bin ich vollgeschlagen. Alter, wo war der? Jetzt sind wir noch einen Gesundheitsscanner. Ha. Oh oh, Brute, Brute, Brute! Zwei sogar! Was? Das ist geil, AFK und tötet den. Das nenne ich mal NPC Power. Jawohl. Patfab, der alte Killer. Wieder einen Brute getötet. So, wohin jetzt? Mag keiner von euch pingen. Ihr rennt da irgendwie so zielstrebig wieder rauf. Ich glaube, von da sind wir kommen. Bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, ihr lauft da wieder zurück. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass ihr da wieder zurückläuft. Na, ich weigere mich, ich renne das nicht drauf. Ich glaube, wir sind da falsch. Ich bin doch da gerade reingesprungen. Kann doch nicht sein, dass das da wieder in die gleiche Richtung rausgeht. Geht sicher woanders hin. Da, hier zum Beispiel. Ja. Da, solche Teammates brauchst du, die einfach irgendwo hinlaufen und nicht wissen, wo sie hin müssen. Und mich dann da alleine gegen die kämpfen lassen. Ich hätte auch mitgehen können, aber nur ja gewusst, dass wir woanders hin müssen. Oh, da kommt wieder. Also, den Schalter drücke ich jetzt nicht, weil da wissen wir, was abgeht, da ist die Kacke dann am Dampfen. So, Waffe aufgeladen. Jetzt können wir mal gechillt zurücklehnen und mal schauen, bis die da sind, nachdem die irgendwo hingrenzt sind. Na. Und der nächste, der AFK ist. Das ist der Wahnsinn. Alle Gänger sind AFK, alle müssen es aufs Klo. Zumindest wirkt das so.
Chat ist auch AFK. Ja, es hat ziemlich still geworden. Ich weiß nicht, was taugt euch das alle mehr, habe ich den Eindruck. Ja, kommt jetzt runter oder nicht? Vor allem der Berge. This could explain some of the power outages. Not much room to prepare, but let's get ready. Super, passt, drück den Knopf. Los geht's! Dum 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 dum. Reaktor geladen! Da fallen sie alle rein. Kupi. Schleim erledigt. Weg mit dir, Schleimi. Schleimi. Jawohl, Runde 1, komplett. Einschlaggranaten, ne? Oh, wenn da viele Gegner kommen. Let's do this again. Gut. Runde 2. Goo, Brute! Woo! Grabber! Brute! Grabber! Oh. Thanks! Na, der metzelt mich voll nieder. Dieser Brutus. Das sind schon wieder so Ausmaße wie beim vorherigen Round, dass wir da auf einmal alle down sind. Spawner! Let's get you up! Spawner! Come on, up on your feet! Come on, up on your feet! Got it! Puh! Eskalation, hätte ich gesagt, hey. Eskalation. Da, ich glaube, dass da durchgeht, meine Freunde. Er rennt immer sehr zielstrebig in die falsche Richtung. Okay, jetzt machen wir gleich wieder tote Aliens. 7 Leben. 5. Wahrscheinlich ist es gescheiter, wenn ich einmal down bin, genau, weil dann kannst du mich wieder überleben und dann habe ich gleich mehr Leben. Ah, nein, habe ich nicht, weil das ist nur geboostert. Das ist nur geboostertes Leben, so, so. SMP.
Nichts Munition. Schauen wir mal, was wir jetzt schaffen. Einfach mal Munition. Oh oh. Careful, Flasher. Kriegen wir den Flasher. Wo ist der Flasher? Cooper! Matter Compiler! Leben. Doing a health scan. Also ich tu mich da gerade heilen, ich brauch's ja nicht angreifen, das Aliens. Wo kommen wir da hin, wenn ich mich gerade heile? Das haben wir nicht gehabt. Ein Materialcompiler. Da können wir uns nämlich einen Blaster-Update. So Mini-Upgrades für diese Runde holen, solange wir leben. Ja, das ist. War mit Ansage. Ich habe schon ein leichtes Déjà-vu von letzter Runde, habe ich den Eindruck. Spawner! Na, da rennt irgendwo hin der Spawner. Und der nächste ist AFK. Da nutzt wer die Chance. Oh, da war doch gerade ein Crabber, genau. So, eine wird wiederbelebt. Passt. Alle da, Interspar. Weapon nicht, aber Munition war kein Füller. Munition! So mache ich das. So, und jetzt kommt schon wieder Runde 103. Boah, die kommen von irgendwo und überall. Okay. Jetzt liege ich ja noch hinterm Kasten, oder wird mich keiner retten gleich. Hinterm Kasten ist nicht unbedingt die beste Position, glaube ich, um zu sterben. Behind you. Ey, das schaut schlecht aus. Irgendwie den letzten Run schaffen wir gleich nicht. Da sind wir nicht so. Sind wir zu wenig koordiniert. Sind zwar lauter Spieler, aber. Ja, kann man respawnen da. Aber ich bin nicht mal drin. Naja. Na gut. Hat nicht sollen sein. The Anacrucis. Also, wie gesagt, wenn man zu viert spielt und sich wahrscheinlich miteinander abstimmt, ist man vielleicht besser oder nicht immer AFK ist oder einfach mehr Glück hat oder es ist die Episode 2 einfach schwieriger. Wie gesagt, eine Episode dauert ungefähr eine Stunde 30 und ich glaube, wir hätten da nicht wenig braucht, dass man in die nächste Etappe, man fährt dann immer wieder mit dem Lift weiter. Und am Ende des Tages hat man dann das Ziel der Episode erreicht. Das war Anacrucis und das war's auch mit dem Indie-Dienstag. Early Access im neuen Jahr. Ich hoffe, Olli World, 8.2. kommt das raus. Anacrucis, die Spielevorschau gibt es jetzt schon im Xbox Game Pass für alle. Und man kann es, glaube ich, auch kaufen für, ich habe keinen Plan, Euro, maximal 30, würde ich sagen. Und ja,
Wenn der ein oder andere Titel dabei war, der euch taugt, freut mich. Wenn ihr jetzt zumindest wisst, was ihr nicht spielen sollt, ist mir das auch recht. Und wenn ihr Vorschläge, Wünsche oder sonst was habt für nächste Woche, dann wie immer her damit. Einfach auf Facebook, Instagram, volume.at/games oder eine E-Mail oder was habe ich nicht aufzählt, Instagram, alles mögliche. Wir haben alles. Schreibt uns einfach YouTube. Ha, YouTube habe ich vergessen. Jetzt mit ganz neuen, fetten Thumbnails habe ich gehört. Das Beste, was gibt. Schreibt einfach, was ihr sehen wollt und wir werden schauen, was wir machen können. Oder ihr habt so Glück wie eben diese Woche, dass wir von unseren Partnerentwicklern freundliche Grüße kriegen und so wie heute Olli World euch präsentieren dürfen. Damit, wie gesagt, sind wir am Ende. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Bleibt dabei, vielleicht kommt noch der ein oder andere interessante Stream von Releases oder anderen Titeln. Schaut auf YouTube vorbei, um euch die tollen Thumbnails anzuschauen, genauso wie unsere Guides zu Far Cry 6 Pagan DLC, der ist ja auch letzte Woche rausgekommen und da haben wir auch schon reingeschnuppert. Und ja, ich weiß gar nicht, es gibt auf volume.at einen wunderschönen, tollen Artikel über alle Spiele, die jetzt so 2022 rauskommen. Also vielleicht ist ja der ein oder andere Indie-Titel für euch dabei und wir sehen uns so oder so beim Indie-Dienstag, nächsten Dienstag. Immer schön laut bleiben. Ciao und bis zum nächsten Mal.